Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir spielen heute eine Runde Waffenspiel und dabei kann ich ein bisschen reden. Ihr wisst ja, bei Waffenspiel kann man immer ganz gut reden. Grüße an Marc, gehen an dieser Stelle auch raus. Und zwar Leute, ja, es ist ja heute Silvester und ich denke mal, das Video wird sehr wenig 9, 8, 7, ein bisschen werde ich mich aber auch konzentrieren, sehr wenig Aufrufe bekommen, weil es ist einfach Silvester jedes Jahr bis jetzt so gewesen. Ist ja auch normal, ich meine, da hat man was anderes zu tun, so, wobei ich sagen muss, ich bin kein großer Silvester-Fan. Also überhaupt nicht sogar. Ich würde sogar sagen, ich hasse Silvester. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen beschissen, aber ich weiß es nicht. Irgendwie hat mich Silvester nie so richtig gecatcht irgendwie. Keine Ahnung und deswegen ja. Bei mir sieht das einfach so aus, dass ich heute ein bisschen chillen werde so. Und das war es dann aber auch schon. Also ich habe jetzt hier nichts Großes geplant oder so. Ich bin nicht der Typ, der Silvester jetzt großartig was unternehmen muss, weil... Boah, diese scheiß Shotgun ist so schlecht, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich so der Meinung... Das Silvester so, es ist so Zwang, wisst ihr, was ich meine? Es ist ein neues Jahr, wow, GG. Und da muss man jetzt was machen, oder was? So fühle ich mich da immer ein bisschen. Und deswegen, so, pass mal auf, den verarschen wir mal ein bisschen. Der kommt nämlich hier. Ja, war klar. Und deswegen muss ich sagen, es ist nie so mein Fest gewesen. Wenn ihr es anders seht, dann will ich euch nicht versauen, nicht falsch verstehen. Also, wenn ihr jetzt sagt, yo, Silvester, beste. Silvester ist richtig geil. Oder eine schwitzt ja auch noch ein bisschen, das könnte interessant werden. Dann will ich es euch nicht versauen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Was mich im Übrigen zum Jahresabschluss hier sehr freuen würde, wäre, wenn ihr mir ein Best-of machen könntet für Scorpion Plays, weil ich finde, Scorpion Plays ist mittlerweile sehr relevant. Ich werde das Ganze auch nochmal für Marcel Scorpion, also ihr könnt auch für Marcel Scorpion eins machen. Und zwar werde ich das dann sogar hochladen auf dem Hauptkanal, beziehungsweise auf diesem Kanal hier. Ich habe da unheimlich Bock drauf, weil ich ja so ein richtiger Best-of-Fan bin. Das wisst ihr ja bestimmt, da habe ich ja schon, ich habe ja schon so viele Best-ofs gemacht. Ich mag es einfach total, diese Stimmung, die man dabei hat, so dieses Nostalgiegefühl, dass man so die ganzen Sachen von den alten Videos nochmal sieht. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also falls ihr Bock habt, ein Best-of zu machen, dann ladet es gerne öffentlich auf YouTube hoch und schreibt in den Titel Best of Scorpion Plays. Da werde ich es auf jeden Fall mir anschauen. Also das ist ja das Mindeste. Hochladen werde ich natürlich nur, wenn es richtig gut ist, aber why not, ganz ehrlich. Why not? So, jetzt... Ich habe hier vom Movement im Übrigen eine schöne Runde hier gerade, aber jetzt gut, das kann ich nicht mehr machen, die haben mich so gesandwiched. Oh, der eine Typ, der will auch noch den Sieg hier, ne? Das ist ja unglaublich. An Silvester wird hier geschwitzt, oder was? Hoffentlich können wir hier das Ganze mit einem Sieg feiern. Versteht ihr? Silvester, Raketen, dies, das. Aber er führt jetzt schon mal, der Typ. Der ist nicht schlecht auf jeden Fall. Eben habe ich ihn besiegt. Ich habe eine Runde schon Just for the Fun gespielt. So. Mhm. Das Ding ist ja, es ist egal, wie viele Tote man hat. Darf man nicht vergessen. Oh mein Gott, hast du das... Oh mein Gott, hätte ich dir jetzt gegeben, Alter. So, wie viel Tod habe ich denn? Oh, der steht echt gut, der Typ. Der spielt eine richtig gute Runde. Kann man echt nichts gegen sagen, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das getan habe. Ich fand's lustig. So, gucken wir mal, ob wir hier oben was abkriegen. Jawohl. So. Dann müssen wir jetzt hier eigentlich einen Freekill bekommen. Laut meiner Berechnung. Ja. Das ist so. Oh, der kommt hier rein. Nein, es ist mein direkter Konkurrent. Nein, es ist mein direkter Konkurrent. Nein, er ist jetzt hier mit Messer, er ist jetzt hier mit Messer. Ich muss aufpassen. Das darf man muss immer daran denken. Holy shit, Mann. Holy. Nein! Na, no, die Werfer sind so schlecht in dem Spiel. Ich meine, das ist gut so. Gut so, Treyarch. Jawohl. So, wo ist er? Ich muss ihn aufschlitzen. Komm. So, jetzt komm, jetzt wird noch einer. Na, hast du Angst? Hast du Angst? Jawohl, genau den richtigen hat's getroffen, Leute. Ohne Scheiß, Mann. Ja, also kleiner Silvester-Talk. Nur so, mir gefällt Silvester nicht so extrem. Ihr schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Gut, dass ich auch genau ihn geboxt habe. Gebt mir noch so eine besondere Genugtuung hier. Also kann ich ja die Silvester-Raketen heute knallen lassen. Und dann will ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht Best-Offs. Bitte macht Best-Offs. Tschüss. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.